Heute, meine Lieben, geht es weiter mit dem zweiten Teil der kreativen Talente, die in jedem Sternzeichen schlummern. Damit grüße ich euch und ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Und sei dir bewusst, du bist kreativer, als du glaubst. Wir beginnen also mit dem Löwen. Beim Löwe muss die Münze klingeln, ja, denn das fördert seine Kreativität und der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Der kommt. Seine Fähigkeiten liegen im Gestalten von Schmuck und Mode, wie auch in der Innenarchitektur. Leider lässt er seine Talente ruhen und legt mehr Wert auf den schnellen Erfolg. Er sollte sich auf seine großartigen Fähigkeiten besinnen. Nun die Jungfrau. Sie ist viel zu kritisch, was ihre Kreativität betrifft. Sie sollte ihre schlummernden Talente, die sie sehr wohl weiß, wieder hervorholen und sich darin verwirklichen. Und das in kleinen Schritten, aber mit einem Ziel und einer großen Portion Fleiß. Zur Waage. Die Waage lässt sich keineswegs beeinflussen, doch sollte sie die kreative Stimmung, die sie im Moment umringt, aufnehmen und mutig ihr Talent nutzen, um sich selbst zu verwirklichen. Also, worauf wartest du? Mach es! Mit dem Skorpion meinen es die Sterne zurzeit sehr gut. Denn sie fördern ihnen ihre fast genialen Talente. Die Fähigkeiten schlummern schon lange im Skorpion, ohne dass sie ihm bewusst sind. Also Skorpion, geh nach draußen, an einen ruhigen Ort und hole sie in deine Gedanken hinein und erfülle dir deine Wünsche. Der Schütze. Der Schütze erlebt im Moment sehr viel Druck. Den hat er. Und da will er heraus. Heraus aus dem alten Trott. Er fühlt sich gefangen in seiner täglichen Routine und die Angst, die nimmt einen gehörigen Platz bei ihm ein. Der Schütze will ein anderes Leben und zurück in ein Leben mit Spaß und mit Freude. Er sollte sich in seiner Wohnung von einigen Dingen befreien, ja, die ihn lähmen und eine negative Auswirkung auf ihn haben. Also, wie man so schön sagt, miste deine Wohnung mal ein bisschen aus. Denn diese Dinge lähmen dich und das ist ein absoluter Befreiungsschlag für dich. Dann erkennt er wieder seine Talente, er besinnt sich darauf, zu was er Lust und Freude verspürt, denen er sich schon lange widmen wollte. Jetzt der Steinbock. Der Steinbock, ja, er denkt logisch und nüchtern, aber in seinem Unterbewusstsein, seiner großen Seele, befindet sich seine größte Kraft und somit eine hervorragende Kreativität. So erkenne deine Talente. Nutze sie jetzt und lass sie nicht ruhen. Wenn du deine Talente jetzt nutzt, sie wundervoll verwirklichst, wirst du dich wundervoll kraftvoll fühlen. Also, du lieber Steinbock, glaube an dich, dann wird alles gut. Jetzt zum Wassermann. Er holt alles aus sich heraus, was in ihm steckt. Wunderbare, großartige Ideen mit einer Kraft, die fast revolutionär sind. Und das bringt ihn auch weiter. Fortschritt für Fortschritt, nicht Schritt für Schritt, nämlich der Fortschritt. Doch er hat zurzeit keine Unterstützung von den Sternen. Er sollte geduldig sein und abwarten, denn große Ideen lassen auf sich warten. Die kann man nicht ad hoc verwirklichen.
aber sie kommen, das ist gewiss. Der Wassermann muss an sich glauben und keine negativen Meinungen haben oder denen Gehör schenken. Als letztes nun der Fisch. Der Fisch kann in einer großartigen Fantasie leben, die er in Gestalt von Bildern und Geschichten seinem Umfeld schenken kann. Mit diesen Erkenntnissen kommt der Fisch allemal weiter auf seinem Weg zu seiner Verwirklichung. Er wird von seinem Unterbewusstsein geleitet, die in seiner eigenen inneren Weisheit liegt. Für alle Sternzeichen lautet der Leitsatz: Frage deine Seele und sie sagt dir, was du tun musst, um dein Leben mit deiner Kreativität zu verwirklichen. In diesem Sinne wünsche ich euch wundervolle Gedanken und das Erkennen eurer eigenen wunderbaren Kreativität. Nutzt euer Talent. Herzlichst, eure Diria.